Ja, meine Reseller, wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Flohmarkt, zum Nachtflohmarkt. Jetzt ist gerade mal 2 Uhr, um 3 geht der los. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich nehme euch natürlich mit, versuche ein gutes Video zu machen. Sorry wegen dem schlechten Licht, ich habe nur das Autolicht angeschaltet, es ist mitten in der Nacht. Deswegen gibt es halt kein besseres Licht. Ich hoffe, es passt trotzdem, der Sound passt. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt los zum Flohmarkt. Ich bin gespannt, ob wir da was abgreifen können. Das ist ein Indoor Nachtflohmarkt sozusagen, der startet schon um 3 Uhr morgens, geht dann so circa bis 12 Uhr und wir als Reseller wollen natürlich die besten Deals abgreifen, deswegen sind wir beim Opening sozusagen direkt dort und versuchen halt die besten Deals abzugreifen. Ich werde alles ein bisschen mitfilmen, auch die Stände, ich hoffe das geht dieses Mal, weil ansonsten, wenn man zu solchen Flohmärkten so um 8, 9, 10 Uhr vormittags kommt, dann ist da die Hölle los, man kann weder filmen, noch sind da irgendwelche Deals noch zu holen, noch gute Deals. Deswegen starten wir jetzt mitten in die Nacht rein sozusagen. Ich freue mich trotzdem schon sehr, bin überhaupt nicht müde. Ja, ich melde mich dann direkt vom Flohmarkt, beziehungsweise werde das ein bisschen einblenden. Wir werden die Stände abfilmen, ich werde ein paar Worte dazu sagen, ob und was wir abgreifen. Das werden wir erst sehen, ich habe noch keine Ahnung, ob wir überhaupt das finden oder eben nicht. Wie gesagt, wir sehen uns dann, bis gleich meine Reseller. Gleich beim ersten Rundgang haben wir diese Mappe mit Pokémon-Karten gemischt mit Yu-Gi-Oh!-Karten bei einer älteren Dame gefunden, die das einfach noch zu Hause liegen hatte und einfach nur 5 Euro dafür wollte. Das ist ein absolut cooler Deal, den haben wir direkt mitgenommen. Wären wir jetzt um 9, 10, 11 zum Flohmarkt gekommen, wäre dieser Deal sicher nicht mehr verfügbar gewesen. Was da genau drin war, beziehungsweise was der Wert ist, zeigen wir euch gleich im Anschluss. Yo, meine Reseller, hier haben wir einen wunderschönen Ordner, für den wir nur 5 Euro bezahlt haben. Ich zeige euch jetzt den ganz kurz im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Wir haben insgesamt da 200 Karten drin, so circa, ich glaube 190 sind es. Ich habe es vorhin durchgezählt, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Und dann habe ich mir noch für euch 2 Karten direkt rausgesucht. Das zeige ich euch ganz kurz, einen Moment. Diese ganzen Karten nur für 5 Euro. Und diese 2 habe ich mir rausgesucht. Diese hier ist allein schon 5 Euro auf eBay wert und die Holo auch noch 2 bis 3 Euro. Also mit diesen 2 Karten haben wir fast das Doppelte vom ganzen Ordner. Da habe ich auch im Stand gar nicht nachgesehen. Bei 5 Euro kann man echt gar nichts falsch machen. Den habe ich einfach mitgenommen. Ich habe zwar durchgeschaut, aber wie gesagt, 200 Karten für 5 Euro. Da kann man echt nichts falsch machen. Direkt mitgenommen und war ein super Deal. Da werden wir einiges an Gewinn rausholen und kommen wir direkt zum nächsten Deal. Kurze Zeit später konnten wir uns schon den nächsten Deal sichern. Diese Spiele hier, das sind einige Wii-Spiele plus 2 PlayStation 2 Spiele, um die ging es mir eigentlich. Wir haben für alles zusammen 15 Euro bezahlt und genau diese 2 Spiele, Grand Theft Auto, San Andreas, ganz neu, also die CD hat überhaupt keinen Kratzer drin. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und hier ist auch noch die originale Map von damals drin. Da kommen Kindheitserinnerungen bei mir wieder hoch. Die Map ist hier auch noch drinnen in einem super Zustand. Richtig, richtig cool. Also das Spiel. Und hier sind sogar noch die Beschreibung dabei. Und was ist hier noch? Sogar noch. Das ist ja mal richtig nice. Sogar noch so eine Cheat-Tabelle, kann man die sehen, wo man hier so Cheats noch eingeben kann. Keine Ahnung, wer sich das ausgedruckt hat. Aber richtig, richtig cool. Um das ging es mir eigentlich. Ich habe dann wieder einen Bundle gemacht. Für alles zusammen haben wir 15 Euro, wie gesagt, bezahlt. Aber richtig, richtig nice. Und dann noch Liberty City Stories habe ich auch noch mitgenommen. Da ist der Zustand ähnlich gut wie neu die Spiele. Also diese 2 Spiele sind locker das doppelte Wert vom Einkaufspreis. Besonders das San Andreas ist einfach wie neu. Das wird definitiv noch aufgehoben, wird zum späteren Zeitpunkt verkauft. Das wird noch um einiges mehr wert, das kann ich euch bereits sagen. Und wie gesagt, ich werde das definitiv mal anspielen, PlayStation 2, Grand Theft Auto San Andreas, das war meine Kindheit sozusagen. Dann habe ich hier noch ein paar andere Games mitgenommen, einfach zum Bundlen. Skylander, dann Supercards, dann MX vs. ATV. Und noch ein Spiel, was ein bisschen Mehrwert ist, die Sims 3. Ich blende euch die Preise einfach hier ein wieder, aber da haben wir auch einen guten Deal gemacht, 15 Euro. Wie gesagt, anfangs wollte ich nur das San Andreas kaufen und das Liberty City Stories, aber dann im Bundle ist dann einfach viel billiger geworden. Für die 2 hätte ich 10 bezahlt, die noch dazu 15. Okay, da sage ich auch nicht nein. Und ja, kommen wir direkt zum nächsten Deal, meine Freunde. Beim nächsten Deal, der eigentlich keiner war, haben wir bewusst ein paar
gefälschte Pokémon-Booster gekauft, wie ihr hier sehen könnt. Man kann es auf den ersten Blick nicht ganz erkennen, wie man so einen gefälschten Pokémon-Booster erkennt, beziehungsweise was man da beachten muss. Das zeigen wir euch jetzt gleich im Anschluss. Wir haben da ein paar mitgenommen, die kosteten auch nur, wie ihr hier sehen könnt, 1 Euro, aber um 50 Cent haben wir die dann bekommen. So, meine Resellers, nächster haben wir die gefälschten Pokémon-Booster, die wir bewusst gekauft haben, um euch zu zeigen, wie ihr euch vor so einer Fälschung schützen könnt, beziehungsweise wie man die ganz, ganz einfach erkennen kann. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Die hier sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Und hier solche haben wir auch noch gekauft. Die haben hier nur 50 Cent bezahlt. Das ist mal das erste Indiz, so ein Booster kostet im Laden zwischen ja, 2 und 3,50 irgendwie so dazwischen. Und die haben es für 1 Euro angeboten. Man konnte sie dann auch noch sehr, sehr gut runterhandeln. Erstmal wirkten die Verkäufer auch nicht sehr seriös. Wir haben dann mal einen Booster gekauft, den geöffnet und dann noch besser gesehen, dass das Ganze fake war, haben trotzdem ein paar mitgenommen, um euch das zu zeigen. Und ja, ich öffne jetzt mal ganz kurz den Booster. Erstens mal hinten die Schrift. Wenn man öfter mal Booster gekauft hat, die Schrift ist einfach eine andere, die Schriftart als bei den originalen Boostern. So kann man es ganz gut erkennen. Und wenn man das jetzt bei eBay scannt, mit dem Barcode-Scanner, bei Amazon scannt, bei anderen Shops scannt, dann kennt das kein einziger Shop diesen Booster, beziehungsweise auch die anderen nicht. Und das ist schon ein ganz klarer Indiz, dass das fake ist. Und ja, ich öffne jetzt mal einen. Nun haben wir den Pokémon Booster geöffnet. Es ist ein bisschen schwierig gewesen vorhin, deswegen der Cut. Und hier sind die Karten. Beim ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Von vorne hier. Aber wenn man sie dann genauer anschaut, dann sieht man sofort, sie haben sogar einen unterschiedlichen Druck, wenn man jetzt die Karte anschaut, hinten, und dann schaut man die Karte an, die sind im selben Booster und der Pokéball ist einfach bei dieser einen Karte größer als wie bei dieser. Dann die Pappe ist richtig, richtig schlecht, wenn man die einmal biegt, dann bleibt sofort der Knick drinnen, wenn ihr das sehen könnt. Bei der Originalkarte würde sich das sofort wieder ausbiegen. Dann der Holo-Effekt ist auch richtig schlecht gemacht. Und generell, der Karton greift sich einfach ganz anders an. Wenn man schon einmal so eine Pokémon-Karte in der Hand hatte, dann sieht man auf den ersten Blick, dass diese Karten fake sind. Und wenn ein Booster in dem ganzen Haufen fake ist, dann sind es die anderen auch. Deswegen, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann kauft vielleicht einen Booster, macht die Checks und dann kauft die mehrere, so wie wir auch gemacht haben. Wir haben es aber gemacht, um euch das zu zeigen, um ein paar Exemplare zu haben, die wir aufmachen können, um zu checken. Und deswegen, die sind fake. Die werden alle weggeworfen, kann man nicht verkaufen. Und ja, wir wollten euch damit nur zeigen, dass man auch am Flohmarkt Fake-Artikel finden kann, sehen kann. Und es gibt auch Leute, die bewusst weiterverkaufen. Also seid da auf der Hut und passt auf, meine Freunde. So, meine Reseller, dann sind wir auf diesen Stand gestoßen, der laut eigenen Angaben kein Händler ist, obwohl er sehr, sehr viele Spiele hat, wie ihr hier sehen könnt. Also das ist nur der Anfang. Wir haben aber mit ihm gesprochen, er hat gesagt, das ist seine private Sammlung. Er sammelt seit 10 Jahren, 15 Jahren die Games und will das jetzt alles auflösen und verkaufen. Also wir haben extra gefragt, ob er ein Händler ist bezüglich Rechnung und so weiter. Er hat da alles, wie ihr auch sehen könnt, mit Preisen schon angeschrieben. Und es war sehr, sehr schwierig, dort gute Games, also im Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Doch ganz am Ende hat er uns noch ein paar extrem seltene PlayStation 1 Spiele verkauft, die ich euch dann im Anschluss zeigen werde. Aber jetzt schauen wir uns mal den Stand kurz an. Dort spreche ich kurz mit ihm, weil ich ihm gefragt habe, ob er Händler ist oder nicht, weil das schon ziemlich verdächtig aussieht, das Ganze hier. Und ein paar Xbox-Games hatte der dann noch. Und jetzt kommen wir zu den sehr, sehr seltenen Spielen. Erstens mal die Gameboy-Spiele, da sind schon extrem selten dabei. Wo das Loch da ist, da habe ich das Pokémon Blau gekauft. Die wollte ich ihm auch noch abkaufen, da wollte er aber 50 Euro dafür, das war mir ein bisschen zu viel. Und hier seht ihr noch ein paar extrem seltene Spiele. Die Gamecube da im Hintergrund habe ich dann auch noch gekauft für 30 Euro, weil ich einfach auch noch eine sehr, sehr gute haben wollte. Der Zustand war ja top. Ein paar Nintendo 64 Konsolen, der hatte echt alles hier. Und hier noch ein Zelda-Game, das habe ich schon, das ganz silberne ganz vorne. Und das wollte ich ihm auch abkaufen, da wollte er aber 60 Euro dafür und hat sich überhaupt nicht abbringen lassen davon. Und deswegen habe ich das nicht mitgenommen. Dafür war er bei den PlayStation 1 Spiele echt nicht spendabel, würde ich nicht sagen, aber ich habe ihm dann so viele abgenommen. Und da haben wir einen richtig guten Preis bekommen. Die Spiele stelle ich euch jetzt dann ganz kurz vor im Anschluss. Und ja, ein paar Wii U-Spiele. Er hatte eigentlich alles. Da habe ich ihn nochmal gefragt, aber er wollte einfach nicht runter mit dem Preis. Auch im Bundle dann später, nicht mit den PS1-Games. Aber naja, jetzt schauen wir uns noch ganz kurz den Rest des Standes an. Und dann geht's los. Dann zeige ich euch, was wir dann bekommen haben.
Bei diesem Stand haben wir mit Abstand die besten Deals abgegriffen, meine Reseller. Ich habe hier so ein Diddy Kong Racing bekommen, das habe ich auch gesucht, denn beim letzten Deal, falls ihr das gesehen habt, wo ich die Sammlung aufgekauft habe, habe ich so eine Diddy Kong Racing Originalverpackung noch mitbekommen. Mit dem Schuber und auch der Anleitung. Das bedeutet, wir nehmen einfach das Diddy Kong Racing und geben es in die Verpackung und es ist einfach dreimal so viel wert wie vorher. Nein, nicht dreimal so viel, aber auf jeden Fall um einiges mehr als vorher. Deswegen, falls ihr auch so Verpackungen, wo gratis dazu bekommt, nehmt diese mit, dann habt ihr einfach eine gute Kombination. Wenn ihr dann das Spiel auf dem Flohmarkt beispielsweise findet, habt ihr dann ein Diddy Kong Racing in Originalverpackung mit Schuber, mit Anleitung und das Spiel. Einfach mal für das Spiel haben wir 18 Euro bezahlt, für 18 Euro bekommen. Richtig, richtig cool, dass wir das dann auch auf dem RMK-Shop verkauft, weil von denen habe ich jetzt schon 3 oder 4 in dieser Verpackung. Also falls es wer braucht, schaut da einfach rein. Dann haben wir noch ein Pokémon Blau bekommen, echt günstig. Wir haben dann alles gebundelt. Ich habe mir dann für jeden Gegenstand den Preis ausgerechnet sozusagen. Für das Blau haben wir 12 Euro bezahlt. Der Preis ist noch okay, ich brauchte aber noch genau eins, um wieder eine Sammlung zu komplettieren. Dann habe ich ein Gamecube, wie schon erwähnt, gekauft. In einem super Zustand, inklusive des Final Fantasy Spiels. Und einem Controller, den passenden sogar dazu, für 30 Euro, richtig guter Deal. Das Final Fantasy allein kostet schon so 15 und ein Gamecube kostet bei eBay zwischen, kommt drauf an welcher Zustand, zwischen 50 und 80 Euro. Also der Deal hat gut gepasst. Dann eine PlayStation 1 ohne Zubehör für 5 Euro, auch super. Ich habe Controller und alles habe ich noch da. Dann kann man auch einen super Bundle machen, 5 Euro, kann man nichts falsch machen. Und jetzt kommen wir zu den sehr, sehr seltenen PlayStation 1 Games, wo wir für jedes nur zwischen 20 und 25 Euro bezahlt haben, was extrem, extrem heftig ist. Ich habe mit dem Händler bzw. mit dem Verkäufer ein gutes Gespräch geführt, habe gesagt, ich brauche das für meine Sammlung, hat uns auch noch einen super Preis gemacht. Hier habe ich einen Diablo, wie ihr schon in der Instagram-Story gesehen habt. Dann Final Fantasy. Auch, also das Spiel ist wie neu, mit Beschreibungen, wie wenn es noch nie irgendjemand verwendet hätte, auch keine Kratzer. Dann Chrono Cross habe ich noch bekommen. Und zu guter Letzt das seltenste Spiel, was er hatte, The Legend of Dragon, auch in Originalverpackung. Das wird bei eBay in diesem Zustand, also ist auch wieder wie neu, zwischen 150 und 200 Euro bereits gehandelt, also richtig cooles Spiel. Also überall die Beschreibung, CDs, alles wie neu, ohne Kratzer, auch die Hülle hat keinen einzigen Kratzer und auch keine Beschädigung. Das habe ich auch schon einmal in meiner Sammlung. Ich werde es eventuell auf den RMK-Shop stellen, eventuell braucht es jemand für euch, ihr könnt mich auch direkt anschreiben, wenn es irgendwer für seine Sammlung haben will, dann kann ich das einmal weitergeben, schreibt mich dann einfach direkt an. Und ja, das war's jetzt mit dem kleinen Flohmarkt, der war richtig cool, diese Deals waren echt, echt gut. Und ja, wir sind um 2 Uhr morgens gestartet und waren bereits um 5 Uhr, um 6.20 Uhr oder so waren wir fertig. Also 3-4 Stunden waren wir dort unterwegs, war richtig cool mit einem Kollegen, hat auch echt Spaß gemacht. Ein bisschen kalt war es, aber sonst perfekt gelaufen. Solltet ihr Fragen haben, wie immer, schreibt mir einfach auf Instagram, kommt in die Facebook-Gruppe, alles ist in der Infobox verlinkt. Am Freitag gibt es dann halt das Black Friday Video, wo wir die Challenge über Nacht machen. Wir starten um 0 Uhr los, am Morgen fahren wir dann direkt in die Läden. Das wird auch sehr spannend, schaut da definitiv am Freitag vorbei. Solltet ihr, wie gesagt, Fragen haben, auf Instagram bin ich für euch da. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Dienstag, meine Reseller. Bis zum nächsten Mal, euer René.